der DWZ Newsroom und bei mir ist heute Ulrich Behmann. Hallo. Moin. Wir hatten ja heute, wer die Zeitung von heute gelesen hat oder auch online gelesen hat, die Nachricht auf dem Titelblatt, dass das AKW in Kronde ein neues Zwischenlager bekommen soll. Das Thema soll jetzt weiter verfolgt werden und das wirst du tun. Was wirst du denn für Fragen stellen? Ja, wir werden Fragen stellen an das Umweltministerium. Das ist nämlich die Genehmigungsbehörde, also die atomaufsichtliche Genehmigungsbehörde für so ein Vorhaben. Wir werden aber auch Fragen stellen an Preußen Elektra. Das sind ja diejenigen, die das Kraftwerk betreiben und die diesen Antrag gestellt haben. Und natürlich fragen wir uns, wie groß ist so ein Lager? Wie sieht das aus? Was ist schwach radioaktiver und mittel radioaktiver Abfall? Also sind das Rohrleitungen, sind das Betonstücke? Wie werden die verpackt? Wie wird das von der Sicherheit gesehen? Ist das geschützt, ein ganz geschützter Bereich jetzt oder also gegen Abstürze, gegen Unglücke gesichert? Oder muss man das nicht machen, weil die Castor-Behälter schon an sich sicher sind? Also da gibt es ja viele Fragen. Auch wollen wir mal erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Zwischenlager und einem Endlager? Meiner Kenntnis nach ist das schon darin begründet, dass ein Zwischenlager nur eine begrenzte, nennen wir es mal Laufzeit oder Betriebszeit hat. Ich glaube, nach 40 Jahren ist Schluss. Sonst wäre es ja ein Endlager eigentlich. Und ja, da wollen wir mal gucken, was kriegen wir da für Informationen hin. Wir hoffen, das muss ich dazu sagen, dass wir diese Fragen auch beantwortet bekommen heute. Es ist vor Weihnachten, wer weiß. Ja, Preußen Elektra hat einen Rückruf zugesichert. Bislang ist er noch nicht erfolgt. Ich habe deshalb die Fragen schriftlich formuliert. Das Gleiche an das Umweltministerium. Die haben darum gebeten, dass sie das schriftlich bekommen, um da erstmal nachzudenken bzw. die Antworten zu finden. Offensichtlich wird das nicht so. Ist das nicht ganz so schnell und einfach zu beantworten. Aber die Fragen sind gestellt und wir sind jetzt gespannt, ob wir sie heute schon online auf dwz.de lesen oder im Laufe der Woche. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du mit uns darüber geredet hast. Kein Problem. Also wir haben ja, das ist vielleicht noch hinzuzufügen, bereits ein Zwischenlager an dem Standort Kronde. Der ist ausgelegt worden für 100 Castor-Behälter. Das sind aber nicht Produkte, die beim Abbau der Anlage entstehen. Die Anlage ist ja im Betrieb, sondern das sind abgebrannte Brennelemente, die in einem Castor-Behälter sich befinden oder in mehreren, also in bis zu 100, und dort stehen. Also ist das neue Lager ein spezielles Lager für den Abbau des AKWs? Genau, das macht den Unterschied aus. Also es sind nicht die Brennstäbe, die abgebrannt sind und jetzt dorthin kommen, sondern das zielt auf den Rückbau des Atomkraftwerks. Die 13. Novelle des Atomgesetzes, die sieht ja vor, dass das Atomkraftwerk Kronde spätestens am 31. Dezember 2021 seine Pforten für immer schließt. Und dann wird es ja noch ewig dauern, bis da der Rückbau abgeschlossen ist. Und ab da wird das neue Zwischenlager auf jeden Fall gebraucht. Da muss man mit dem Schutt irgendwo hin. Also ich stelle mir das momentan so vor, dass in dem Reaktorbereich ja Schutt anfällt, der vielleicht verstrahlt ist. Ich denke da an das Becken oder so etwas. Und das muss ja irgendwo da alles sorgfältig verpackt sein. Hoffen wir. Denn das ist Schutt für die Ewigkeit. Ja. Wir warten auf die Antworten und wünschen bis dahin noch einen schönen Mittwoch. Das wünsche ich auch. Ciao. Tschüss.